Frau Präsidentin, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen und ich hoffe, sie hält durch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Menschen zu Hause am Stream, zuallererst möchte ich all denen danken, die sich in den letzten Monaten mit so viel Herzblut für die Sache eingesetzt haben und bei extremer Hitze und krassen Wolkenbrüchen auf die Straße gegangen sind, um den Menschen da draußen im Land zu zeigen, wofür sie einstehen, sie aufzuklären. Vielen Dank, ihr habt viel bewegt. Nun zum Antrag selbst. Nun, was soll ich da sagen? Eigentlich ist alles klar. Die Argumente für die Entkriminalisierung von Cannabis, die sind hinlänglich bekannt, die haben wir alle diskutiert, die sind wirklich allen bekannt und mir selbst persönlich kommt es auch schon zu Ohren heraus. Wovon sollte ich Sie hier heute überzeugen? Alle Parteien sind irgendwie dafür und werben damit, wann immer sich die Möglichkeit ergibt, aber auch nur irgendwie. Denn wenn es mal drauf ankommt, dann wird gekniffen, egal ob von der SPD, den Grünen oder der FDP. Wenn wir allerdings etwas bewegen wollen, meine Damen und Herren, dann müssen wir über Parteigrenzen hinweg an einem Strang ziehen. Genau das war auch unsere Absicht, als wir Ihnen allen vor 2 Monaten einen Brief schrieben und zur gemeinsamen Mitarbeit aufgerufen haben. Vor einigen Wochen gab es sogar noch eine kleine Erinnerung von uns. Gleichzeitig haben viele von Ihnen auch noch mal Briefe und E-Mails von Konsumenten, Patienten und Betroffenen bekommen, die ebenfalls um eine gemeinsame Zusammenarbeit gebeten haben. Ein gemeinsamer Antrag der Fraktion wäre hier die Möglichkeit gewesen, ein Zeichen aus NRW zu senden, welches einen Ruck in Deutschland ausgelöst hätte. NRW hätte hier die Möglichkeit gehabt, Geschichte zu schreiben und zum ersten Bundesland zu werden, die über sichere Cannabis-Abgabestellen verfügt, mit allen positiven Effekten. Aber was ist passiert? Ja, nichts. Meine Damen und Herren, es ist nichts passiert. Die FDP bringt gestern wie aus dem Nichts einen alternativen Antrag ins Spiel und will noch mal die rechtlichen Möglichkeiten prüfen. Leute, echt, die rechtlichen Möglichkeiten, die braucht man nicht mehr zu prüfen. Die sind geprüft. Schauen Sie einfach mal nach Köln, nach Düsseldorf, nach Berlin. Da ist es längst geschehen. Und ich frage mich an dieser Stelle, in welchem Loch hat die FDP gepennt, dass sie die letzten Monate nicht mitbekommen hat? Da fehlen mir echt die Worte, Der Antrag der FDP heißt eigentlich nur im Klartext, wir FDP wollen jetzt kein Modellprojekt. Punkt, aus, Ende, gut, muss man so hinnehmen, kann ich mitleben. Kommen wir zu den Regierungsparteien. SPD und Grüne, ja, sie haben sich nicht gerührt, sie haben nicht mal eine Absage verschickt, gar nichts. Ja, einfach mal aussitzen und hoffen, dass es irgendwie von selbst vorbeigeht. Meine Damen und Herren, das ist ein Armutszeugnis vom Feinsten. Immer dann, wenn man die Möglichkeit hat, etwas zu ändern, dann kneift man und die Grünen sind wie immer ganz vorne mit dabei. Aber das eigentlich Dreiste ist, dass während die rot-grüne Regierung rumdruckst, gleichzeitig der Abgeordnete Ünal von den Grünen der Welt am Sonntag erzählt, dass man mit der SPD ein Experiment wagen wolle, Cannabis zu entkriminalisieren, um es legal in Coffeeshops zu verkaufen. Echt jetzt, Herr Ünal? Wirklich? Wie dreist muss man sein, um Leuten da draußen so ins Gesicht zu lügen? Und eigentlich ist an dieser Stelle alles gesagt. Wissen Sie was, ich gehe jetzt an meinen Platz und werde mir jetzt gleich das Rumgeschwurbel anhören, wieso Sie doch irgendwie nicht mitmachen können, wieso der Antrag zu kurz oder zu lang ist oder nicht zum richtigen Zeitpunkt kommt oder NRW nicht zuständig ist oder was Sie sonst so aus dem Daumen lutschen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Lammler.